Alright. Wo haben wir es denn? Da haben wir es. So. Wie gesagt, also. Ich kann euch jetzt, wenn ihr Bock habt, mein allererstes Video zeigen. Also, aber nur, wenn ihr da jetzt wirklich Bock drauf habt. Wenn nicht, ich setze mich jetzt hier nicht hin und mach das an und erzähl da sowas, wenn das nicht gerne erwünscht ist. Aber ich muss ja erstmal gucken. Den muss ich mal gerade ausmachen. Und dann muss ich mal schauen, dass... Den kann ich jetzt ja eigentlich auch hier mal ausmachen. Power down. Ausschalten, den 3DS, den können wir wegnehmen, den brauchen wir nicht mehr. Strom können wir dran lassen, aber das können wir mal weg. Ein dickes Dankeschön für die Zeit, Sie waren sehr unterhaltsam. Doch, würde gerne wissen, wie es wissen, aus was mal dieses klasse Format entstand. Jo, also aus meinen Sachen entstand das nicht, also ich bin ja selber nur zugestoßen zu Ravioli. Joho, diddlidi, du schmerzest es. Wie gesagt, ich habe da selber nicht viel zu beigetragen. Ich habe einfach mich da ins gemachte Nest gesetzt, sage ich mal so. Aber wir können mal gucken. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ich muss jetzt erstmal in mein Creator Studio, in meinen persönlichen Account gucken, ob das da noch drin ist. Weil ich glaube, das ist beim letzten Plattencrash ist das Video hops gegangen, die Live-Datei, also die Originaldatei. Er müsste jetzt gerade mal mit mir vorlieb nehmen. So, jetzt habe ich hier natürlich 7 Millionen Overwatch-Videos drin. Das heißt, das wird wahrscheinlich irgendwo, wenn überhaupt, am Ende sein. Wie bescheiden er ist. Das ist nicht bescheiden, das ist Realist. Was habe ich denn hier noch hochgeladen? Wieso habe ich denn hier eine Aufzeichnung von... Ach nee, da habe ich... Das ist auch ein Overwatch-Video, da habe ich nur vorher ein anderes Video angeguckt. Seite, das kann man hier eigentlich in seinen eigenen Videos suchen? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe das noch. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel versprochen, aber ich müsste das eigentlich auf dem Account haben. Livestream von Ravioli Berzi, was ist das denn? Ey, wie viele Overwatch-Videos habe ich denn hier bitte drin? Factorio Error, nee, das ist es auch nicht. Windfast Descaler, Festes. Ich hoffe, ich habe jetzt echt nicht zu viel gesprochen. Da ist es! Alright. Wir haben Glück. Es ist vorhanden. Moin Bersi, moin Chat, moin Danny. So. Probe fällt aus. Ach ja, der Danny hatte gerade nicht Chorprobe, ne? So. Wir machen ja mal die Musik aus. So. Und dann laden wir erstmal das Video. Und dann kann ich mir das auch sicherlich irgendwie mal so. Also, ich muss dazu sagen. Ich hoffe, ich habe... Also, ich muss dazu sagen. Ups, jetzt habe ich hier mich selber gehört, weil ich den Ravioli-Stream anhatte. Sorry. Wo habe ich euch denn jetzt wieder hier? Da habe ich euch. Und da habe ich den Chat. Mein Twitch kackt alle Nase lang ab. Echt? Ist ja nicht so schön. Auf TV abspielen? Nee, nicht auf TV abspielen. Ja. Das erste Bild, was ihr gleich sehen werdet. Danke fürs Abo. WKW! Dankeschön fürs Abo. Willkommen bei den Nudeln. Viel Spaß mit den Emotes. Vielen lieben Dank. Wir machen mal Gameplay, das müsste das Richtige sein. Und dann machen wir vielleicht mal den Chat so ein bisschen kleiner. Das sieht jetzt sehr komisch aus. Dr. Disrespect halt, der tötet mich gerade. Machen wir euch mal hin. Da machen wir euch mal hin, da stört ihr nicht. So. Guck mal, hier ist... Da. Grand Pooh Bear. Sehr cooler YouTuber. Wenn ich noch einmal Dr. Futzrespekt höre, freut mich aus. Rip goes rage. Das Video stammt aus dem Jahre 2000. Oh Gott, was ist es? 2001, 2002? Ich habe das Ganze auf einem. Ich glaube, auf einem P4, kann das sein? Auf einem P4 gerendert oder sowas?
Es ist qualitativ, es ist mega, mega Grütze. Alle diese Karten, auch das, was ihr jetzt hier seht, dieses Solar Networks Production, also das ist mit Paint gemacht, diese Datei. Deswegen sind die Farben auch irgendwie alle total creepy und schlecht und so. Das sind ganz schlecht aufgelöste Bitmaps gewesen. Solar Networks war mein damaliger Counter-Strike-Clan. Ich habe Solar steht für Sonnenland. Das ist eine Wohngegend in Hamburg, wo die meisten unserer Leute herkamen. Und ja, wir hatten angefangen mit LAN-Partys so ein bisschen und sind, das ist dann, also es fing echt in einer kleinen Bude an und es wurde dann immer mehr, wurden immer mehr Leute. Und irgendwann haben wir uns dann dazu entschlossen, dass wir sogar ein e.V. gründen. Ich glaube, es war sogar ein Solar Networks e.V. Es war ein eingetragener Verein. Wir hatten Kassenwart und all so ein Gedöns. Und haben dann auch große LAN-Partys veranstaltet, so 70, 80 Leute. Und irgendwann, das war so diese Zeit, so 2001, 2002, da gab es unzählige Videos, so Frag-Videos, kennt man ja, ne? Quake 3 und so. Und was gab es denn da alles? Was ganz groß war, war hier Band for Life, war die Quake 3-Serie von, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß er? Auf jeden Fall von einem ganz krassen Typen, der hat dann auch sich selbst dann als Model gemacht und in Quake 3 eingebaut und hat da voll die geilen Stories erzählt. Das war schon ein bisschen heftigerer Aufwand. Dann gab es aber auch sowas wie Quake 3 Rules, beziehungsweise Quake 3 Rules 2, ein einstündiges, für damalige Zeit, das war unvergleichlich damals, ein einstündiges Video, ein einstündiges Gameplay-Video von Quake 3. Und ihr müsst bedenken, es gab zu der damaligen Zeit gab es kein YouTube. Das heißt, das Ganze musste irgendwo auf irgendwelchen Seiten hochgeladen werden und die Leute mussten sich dann alles runterladen. Da ist ein Traffic bei entstanden, das ist unfucking fassbar. Auf jeden Fall, Quake 3 Rules 2 war eins der größten Videos damals. Das von Sense of Death, weiß ich noch. Sense of Death hat das gemacht. Und ich war so begeistert von dem seiner Arbeit, von dem Schnitt. Wieso immer Möb, weil ich die ganze Zeit Quake 3 sage oder was? Das kann ich sagen. Ich darf halt nur nicht sagen, dass das Spiel gut war, weil das Spiel war nicht gut. Aber die Videos dazu waren gut, weil die waren gut geschnitten. Band for Life, Löwe. Richtig. Messer sagt die ganze Zeit Möb. Auf jeden Fall war ich von dieser Art von Videos inspiriert. Es gab da noch mehr. Es gab auch in der Counter-Strike-Szene gab es ein krasses war, wie hieß denn das? Das erwähne ich auch in den Credits zum Beispiel. Das war so ein Trick-Jump-Video. Da hat jemand mit der Gravitation rumgespielt und sowas alles. Auf jeden Fall, da gab es eine ganze Menge. Und das war halt alles ziemlich krass. Es gab eine Seite, die hieß csvideos.de oder planetvideos.de. Die haben das Ganze gehostet. Und da war auch dieses Video gehostet, unter anderem. Es war allerdings nicht gehostet, sondern nur gemirrored. Also das Video lag eigentlich auf unseren und ich hatte mit denen gesprochen und ja, hier bitte hoste, hoste, hoste. Und das haben sie dann auch gemacht. Aber wir hatten uns falsch verstanden, sie haben es nur gemirrored. Das heißt, sie haben eigentlich nur verlinkt auf unseren Server, auf unseren Solar Networks Server, auf dem das ganze File lag. Das Video ist, keine Ahnung, gleich 400 oder 700 MB groß gewesen. Und alle Leute haben das von der Seite runtergezogen. Und ich weiß noch, mein Clan-Leader kam dann zu mir ins Game Voice. Game Voice war damals früher so das Teamspeak. Ne? Das war so das große Ding. Da hat er dann gesagt so, ja, also Bersi, da sind ganz schön viele Downloads gekommen, so 2000 Stück. Und wir haben ja eben kurz einen Traffic von einigen Gigabyte oder Terabyte sogar. Ich glaube, wir hatten einige Terabyte an Traffic. Das musst du wohl bezahlen. Ich so, wah, ja, ja. Stellte sich dann am Ende raus. Die Leute haben alle wieder den Download abgebrochen, weil unser Server so in die Knie gegangen ist. Der hat diese ganzen Anfragen nicht bestanden. Und die Downloadraten sind einfach, also die Downloadgeschwindigkeiten sind so in den Keller gegangen, dass die Leute das alle abgebrochen haben. Aber irgendwie ist wohl unser Provider für aufgekommen. Anyway. Das, was ihr seht, ist halt sehr, sehr, ja, mindere Qualität. Aber ich lasse es einfach mal laufen und lasse die Bilder sprechen und ich werde vielleicht an einer oder anderen Stelle was sagen. Da im Hintergrund läuft Musik, also wir müssen mal gucken, dass wir das jetzt irgendwie gebacken kriegen. Da läuft auch Copyright Music, also hoffen. Fingers crossed. Ich werde jetzt ein bisschen was labern und naja. Ich weiß nicht, hört man's? Solar World proudly presents. Es ist 4 zu 3. Das, was ihr seht, sind Spielszenen von mir.
Ich hieß damals, zu der damaligen Zeit, man kann es oben vielleicht ein bisschen erkennen, hieß ich Ravener, Solar Ravener, Ravener von Warhammer 40k. Und hab mich dann aber irgendwann umbenannt. Das meiste sind alles nur Public-Spiele, weil Competitive gab's nicht. Und ich habe versucht, viele Frags auch von den Clan-Kollegen einzubauen, aber es hat leider nicht jeder hingekriegt, eine Demo zu schicken. Das war ja damals so, man musste Demos schicken. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Wenn diese Musik zu laut ist, sagt das bitte jetzt. Einer war dabei, Efex, der war ein richtig guter Spieler. Schönen Gruß an dich nochmal. Der Solar Berserker Movie. Und der hat dann auch nachher noch Szenen geschickt und da waren auch teilweise welche bei, die konnte ich dann so richtig schön aneinander schneiden, so erst deine Perspektive, dann meine Perspektive. Das war einfach geil. Ich habe auch viel mit Effekten gearbeitet hier, mit Vorspulen und sowas. Das war kein Aimbot, da ist einfach die Demo geglitscht. Das war damals auch noch so, wenn man eine Demo aufgenommen hat, dann hat die nicht immer unbedingt alles aufgezeichnet. Hier mit Slow-Mo um die Ecke springen. War schon cool so. Und dann halt, man hat halt jeden Frag irgendwie mitgenommen, den man hatte. So ein bisschen AWP-Action mit der USP, dann Leute umnatzen. Dann, du weißt, da steht einer. Bam, no scope. Yes, man, das war's. Das Ganze geht's. Wie lange geht denn das überhaupt? Och ja, eine Viertelstunde. Also es war schon eine lange Zeit so. Wie gesagt, das Ganze war nicht einfach so, dass man irgendwie in Fraps auf einen Button gedrückt hat und dann aufgenommen hat, sondern müsst ihr euch vorstellen, ich hatte eine Demo aufgezeichnet, also es ging ja in CS, du konntest ja mit einem Konsolenbefehl, konntest du Record irgendwie Demoname eingeben und hat da quasi das ganze Spiel aufgezeichnet, das du danach geführt hast. Das war dann eine Datei, die hat er abgespeichert. Die konntest du dir im Nachhinein wieder angucken. Und dann gab es die Möglichkeit, in CS Bitmaps zu machen, also die ganze Zeit Screenshots zu machen. Wie viele du wolltest, wie auch immer, und ich habe dann halt 25 Screenshots die Sekunde gemacht, also ich habe mir dann die Stellen rausgesucht, die ich haben wollte, habe dann an der richtigen Stelle den Konsolenbefehl eingegeben und dann hat er die nachfolgende Zeit dann 25 Bitmaps, und Bitmaps sind riesig große Dateien gewesen zu der damaligen Zeit. Ich hatte eine 20 GB Festplatte, das weiß ich noch. Und die war halt nach, keine Ahnung, nach so 10, 20 Szenen war die dann schon mal voll. Ne, weil da waren ja noch andere Spiele drauf und sowas alles und Windows und Musik und Pipapo, ne? Renderzeit 30 Stunden, ja, es ist, also es war, ich weiß nicht mehr, was das war. Ich habe das damals auch mit Premiere Schieß mich tot geschnitten und so, und das hat schon ewig gedauert. Das war richtig, richtig viel Arbeit. Multi-K von Slater, 3 Kills. CS Guard Authenticated, CS Guard, damals, diese ganzen Cheating-Tools, die Anti-Cheating-Tools, was gab's denn da? Cheating Death gab es und dann CS Guard, das war dann so das große Neue, da hat ja noch jeder was anderes gemacht. Punkbuster war ein großer, das haben die Spieler früher alles selber in die Hand genommen, ne? Und jetzt kommt erst der Videotitel, Construction Terminated, ich weiß nicht, warum ich den genommen hab. Hier haben wir ja das alte Kabel, da sehen wir jetzt auch, genau, Szenen von Efex, wie gesagt, von ganz guten klaren Kollegen. Er müsste es jetzt sein. Der konnte auch tappen und konnte One-Hit-Headshots machen. Musik Kai Tresset. Eieieiei. Auf was für einer Schiene war ich damals? Das ist unglaublich. Da gab es mal ein Video, da hat ein Typ mit einzelnen BMP farblich editiert und dann das Video gerendert. Das war sowas von der Hammer. Ja, also du konntest da sicherlich viel machen, auch wenn du die richtige Auflösung hattest, aber zu damaligen Zeit, ich glaube, ein Bitmap war dann in der Auflösung von 800x600 oder sowas, war dann, glaube ich, boah, das ist ja nicht mehr 800x600. Damals wusste ich auch nicht, wie man mit Größen rumrechnet und so, ne? Dann habe ich einfach gemacht, Schranzer wäre sie. Der spielt demnächst wieder ein Konzert, oh, in Leipzig, habe ich jetzt letztens bei Spotify gesehen. Ist unglaublich. Guck mal, du erkennst nichts, ne? Du kannst es nur erahnen, dass da was passiert. Das ist so eine Grütze. Und das ist, glaube ich, nicht mal ein Effekt drüber. Es ist halt echt einfach Low-Quality. Aber ein Bitmap war, glaube ich, damals so 2,5 MB groß oder sowas. Das war schon echt heftig. Das alte Assault. Auch geil. CS Assault. So eine Terror-Sided Map. Unfassbar. Mehr Butter. Ja, hier, das ist jetzt ein Effekt, so ein bisschen. Miser Rocks. Schnell mein Prime-Abo hier lassen. Dankeschön. 2 Murray Sub.
Campen, völlig, völlig normal. Was für Gitter? Das Gitter. Terrorist Win. Oh Mann, herrlich, herrlich, herrlich. Also Duell, also du kennst echt nicht. Also früher war das nicht so schlimm, ne? Weil da hatten wir selber noch Butter auf dem Monitor. Heutzutage kannst du das echt nicht mehr angucken. Das ist, glaube ich, auch vom YouTube-Encoder ist das durch die Mangel genommen bis zum geht nicht mehr. Bekommen wir wieder Lust, auf jeden Fall, ey, auf jeden Fall. Ah, CS 1.6 war auch schon einfach eine geile Zeit, so, weißt du, wir hatten zwei Squads. Wir hatten Solar Hornets und Solar, oh Gott, wie hießen die anderen, ne? Ich weiß nur, ich war bei den Hornets. Solar Hornets und Solar, ich glaube, wie hießen die denn? Auch irgendwie was. Ich glaube, keine Ahnung, Fireflies oder sowas? Ich weiß es nicht mehr, wie die hießen. Aber wir haben tagsüber haben wir nur Public gezockt. Ne? Also wir sind einfach, hatten, ich glaube, einen 20-Mann-Server oder sowas. Und da waren auch immer Freunde vom Clan drauf. Ne? Das war ja früher auch so eine Sache. Man hat ja auch immer Clan-Kollegen, beziehungsweise auch befreundete Clans, mit denen man, die man dann auf LAN-Partys kennengelernt hat. Oh, die Szene ist auch geil. Efex sitzt hier, macht hier Bunny-Hopping. So, und sucht ihn. Und sieht den, ich komm, da sitzt dann da halt auch. Den sieht man, mich sieht man jetzt da sitzen. Und dann so der Zoom. Da in der Ecke sitzt der letzte CT. Das war damals so voll so, boah, Zoom. Ach ja. Und dann Terrorists Win. Ach ja. Schon geil gewesen, schon echt geil gewesen. Wir kennen doch die Bänder mal. Ja klar, Bänder, ey. Da wurden wir mal in der oder war das? Ich glaube, es war auch Efex. Der wurde dann in der ESL oder ESPL, wie es dann noch hieß, Electronic Sports League, wurde er gebannt, weil er Bänder-Models hatte. Musste es ja mal am Ende einer Runde, also wenn du gegen andere Clans gespielt hast, musstest du am Ende immer eine Linkin Park. Holy shit. Oh Mann. Ja, das war jetzt halt so die Sache. Da habe ich jetzt so auch getan, als würde man in CS Trick jumpen können, weil das halt in Möb total cool war. In Möb 3 war das Allergeilste. Und wie gesagt, ich hatte ja am Anfang erwähnt, ich habe mir auch solche Videos angeguckt, wo jemand mit der Gravitation rumgespielt hat. Und dann das einfach so aussehen zu lassen, als würde man da jetzt gerade einen HE-Jump machen. Das war, ich weiß nicht. Es ging natürlich nicht, ne? Also im richtigen Spiel konntest du das nicht machen, aber es war halt so cool, das irgendwie zu machen und auch diese Kamerafahrten wollte man halt immer machen. Ne, das hatte ich dann halt auch in Möb 3 Rules 2 gesehen. Sag mal, hast du kein Voice? Was schreibt das gerade in den Teamchat? Hier, CS Assault, das Video, ne? Das war saugeil. Why I never Ach man, Inferno! Das gute alte Inferno! Mit dem Balcony und den ganzen Hühnchen. Ich hoffe, der Sound ist jetzt echt nicht zu laut. Ich hoffe, wir müssen mal sagen, ob das zu schlimm ist. Nicht, dass wir das nachher, also wahrscheinlich sowieso auf YouTube geflaggt werden, weil ich die ganze Zeit wahrscheinlich nicht so viel babbeln kann. Cheating Death, genau. Parajumps. Gab's ja auch in Loop 3 diese, mit der, na, wie heißt sie? Mit der Plasma-Rifle, ne? An der Wand schießen, hoch, unter sich ballern und dann drrr, hoch. Und dann so, wie kann man das ja auf CS übertragen? Ah ja, nimmst die Para. Kannst ja was mit anfangen. Oh, oder hier so, ne? Ja, mit der HE aufs Dach. Ach ja, ach ja. Das war schon geil. Naja, auch unsere Clan-Wars, ne? Also wir haben... Wir waren in der ESPL, waren wir irgendwo Platz 2000, schieß mich tot und so. Man hat dann in der Woche mal ein bisschen so trainiert. Unsere Hausmap war DE-Torn. Damals wurde ja noch nicht so Max Rounds 16 gespielt. Also heutzutage ist es ja in CSGO, spielst du ja 16 Runden. Oder Best of 30, also wer als erstes 16 Runden hat, gewinnt. Das war damals nicht der Fall. Wir haben eigentlich immer jede Seite, ich glaube, immer zeitlich gespielt. Immer, ich glaube, jede Seite 20 Minuten.
Und wer dann halt auf jeder Seite die meisten Wins holte, hat gewonnen. Und was dann in wurde so langsam, wenn man dann Clan-Base gespielt hat, glaube ich, war das. Da war dann Max Rounds 12. Also da wurde jede Seite 12 Mal gespielt. Hast dann die Gravity runtergestellt? Ja, ich habe die Gravity runtergestellt. Das haben wir sowieso immer ganz gerne auf dem Server gemacht. So, wenn du nach der Schule nach Hause gekommen bist, erstmal Admin-Konsole, also Half-Life TV. Das war so das Admin-Tool. Damit konntest du eigentlich dich auf Server einloggen, konntest deine Favoriten speichern und konntest halt auch direkt als Admin Befehle eingeben. Und dann haben wir als erstes Mal, wenn ich nach Hause gekommen bin, Rucksack in die Ecke, Half-Life TV auf und dann erstmal in die Konsole eingetippt. Gravity. Das ist schon das Ende. Finn. Gravity, keine Ahnung, was war's? 200 oder sowas, dass die alle schweben und dann Gravity 70.000, dann bam, alle tot. Sola Bergen. Special thanks, Sola Efex for his Demos, Sola Böser Bube for his Trailer Support, TGH Fish for his Introduction, The NATO Clan for the very good tutorial. NATO Clan, stimmt. Die hatten damals mit CS Videos angefangen. Die waren so die ersten, die Videos gemacht hatten und hatten dann die Seite CS Videos ins Leben gerufen. Ich habe sogar noch ein T-Shirt. The Quake 3A Trick Jumpers from Fat Jump DVU. All the guys I killed, all the guys killed me. Solar Networks for Webspace, all the other mirrors, if there is one. Frech grins. Oh man. Greets go out to the whole JN Clan, Joker's Rule Network. The last three Prahler. Prahler waren auf dem Clan. The Guys of Fun Gaming, Sweetie Brummknuckse. Das waren alles unsere OVF-Rinnen. Ah. Iceman, mein ehemals bester Kumpel. Scarface und Genocide, ja, die beiden auch. Keine Ahnung, wie alt war ich? 15, 16 oder sowas, als ich sowas geschrieben habe. Da fällt einem nichts bei ein. Ach ja, herrlich, herrlich. And last but not least, the whole Solar Clan. Naja, es war schon eine geile Zeit damals. Used Programs, Half-Life, what else? Naja, eigentlich CS. Windows ME, DAMOS, DivX 4.12 und 501 Codec, MK Movie, Virtual Dub, Geekplay. All AMD Users, ja, ich weiß, das ist total peinlich. BMP2 AVI, genau, das war das Tool, mit dem man dann halt die ganzen Bitmaps zu AVI machen konnte. Adobe 6.0, Casa. Used Music, Local Age, Half-Life, Half-Time, Half-Life, doch, ja. Pushing here, life is too short. Es wurde nicht mit Dr. Defix gearbeitet. Kazaa, ja, Kazaa habe ich damals tatsächlich benutzt. Other cool movies, Advanced Moves in CS by Fish, genau, das war das eine. Newbie Episode 3, MFC Trailer, Status Owned war sehr, sehr geil. Auch wenn es nur sehr kurz war, Craig Dry Root C, 2, must see, Band for Life. Visit solarnetworks.de, brummknucks.de, VU, JN Clan, Prala, Clan der Vampire. Können wir? Gibt's die Seite eigentlich noch? Das war damals auch so eine Diskussion. Schreiben wir uns jetzt Solar Networks mit X oder mit KZ? Was wir da für eine Diskussion drüber hatten. Wir können ja Solar Networks jetzt nicht mit KZ schreiben, weil. Because history. Wo dann einige auch gesagt haben: Wer kommt auf die Idee? Und hier sieht man, was eine Intelli-Maus macht, die nicht mehr richtig funktioniert. Sie macht das. Völlig den Sensor verloren. Und dann, yo. Kein No-Aim, No-Brain. Winston Main. I hope you have enjoyed this movie. Ach ja. Du Schlingel, ja, ja, ich weiß, Kazaa war schon eine schlimme Zeit. Copyright 2002 bei Berserker. Das war mein allererstes Clan-Base Hero Cup. Oh, das war schön, ne? Das war ja auch ein geiles Video. Mal gucken, solarnetworks.de. Seite existiert nicht mehr. Bis vor ein paar Jahren existierte sie noch, aber die scheinen nicht mehr zu sein. Leider, leider, leider. Tja, das war meine Karriere. So hat alles angefangen bei mir. Danach folgten einige Videos noch in MÖB 3. Enjoyed? Nee, Enjoyed schreibt man doch. Enjoyed? Moment.
Enjoyed. Schreibt man das nicht am Ende mit? Hier, askickers.de. Enjoyed ist richtig mit Y. Askickers? What's askickers? Seite existiert nicht mehr. Okay. Achso, jetzt muss ich natürlich auch auf die. askickers.de. Seite existiert nicht. Website ist nicht erreichbar. Ja, ich habe danach noch ein paar Videos in MIP3 gemacht, aber die sind nie online gegangen oder die sind auch verloren gegangen auf alten CDs und DVDs. Jahre später habe ich noch ein World of Warcraft Video gemacht von meiner World of Warcraft Gilde. Und das müsste, glaube ich, auch noch existieren irgendwo. Warte mal, ich gucke mal, ob ich das hier drin habe. Und vielleicht können wir uns das auch noch mal kurz angucken, dass man vielleicht so ein bisschen Improvement sieht. Videos. Da habe ich dann nämlich schon auch mit Programm gearbeitet. Ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr das auch noch mal zeigen. Ah, das geht aber 18 Minuten, na, dann würde ich überziehen. Das machen wir vielleicht beim nächsten Mal, würde ich sagen. Die Seite befindet sich im Umbau. Ich glaube, das World of Warcraft-Video gucken wir das nächste Mal an. Das ist auch besser von der Qualität her. Es ist noch nicht hundertprozentig perfekt. Aber the game was set to talk shows. Habe ich eigentlich schon gemacht, aber okay. Ja, das soweit von mir. Ich weiß nicht, Rip, wie sieht's aus bei dir? Hallo? Regie? Ja? Ja? Okay. Genau, Umbau seit x Jahren. Man lernt bei der Videoproduktion immer dazu. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also den Weg, den ich jetzt bis jetzt mittlerweile gekommen bin, das ist schon ganz cool. Bin ich auch stolz drauf, so ein bisschen. Ne? Auch, wie gesagt, das WoW-Video, das ist dann noch ein bisschen hübscher. Aber das ist, wie gesagt, das geht jetzt 18 Minuten. Das zeigen wir dann vielleicht mal beim nächsten Mal. Harry Hirsch in der Sendezentrale. Ja, was kann ich euch sonst noch zeigen? Ich kann euch eigentlich gar nichts zeigen. Habe ich hier noch irgendwelche interessanten Videos? Nee. Habe ich leider nicht. Web Archive, Solar Networks. Ah, warte mal, guck mal, das können wir uns angucken. Kriege ich das jetzt irgendwie kopiert? Ah, ich muss das mal eben kurz hier drüben abtippen. webarchive.org/web http://solarnetworks.de. Seid ihr nicht erreichbar? Say what? Habe ich da irgendwas falsch eingegeben? Solarnetworks.de. Okay. Warte mal, ist der jetzt hier? Ich gehe mal in den Twitch-Chat. Sei doch mal so nett, Sunred, und kopiere den nochmal. Hau den nochmal rein, bitte. Dann kann ich den hier auch mal kopieren, weil ich glaube, ich habe mich da gerade irgendwo vertippt. Danke. Wayback Machine. Ah ja, guck mal. Wo fangen wir denn an? 2001. Wie sah denn da die Seite aus? Können wir auf den, wo ist das denn? Gameplay. Enter. Ach ja, das ist unsere allererste Variante. Kann man da was sehen? Ja, da kennt man nichts. Vielleicht sollten wir zu einer aktiveren Zeit gehen. Nochmal komplett zurück. Gehen wir mal 2005 vielleicht. Also die Seite hat sich danach nicht wirklich viel geändert. Und dann das richtige Jahr auswählen. Ja, welches Jahr nehmen wir denn da mal? Februar.
Hallo? Geht da was? Redirecting. Ach so, impatient. Ach so, ich muss einfach nur warten, bis da mal was passiert. I get it. Ja. Hardware-Wartungsarbeiten. Ah ja. Von Sir Toby. Genau, Sir Toby, der gute Mann, der mich dann darauf hinwies, dass unser Video total viele Klicks hatte und Contact, TSVO. Oh, guck mal, da hatten wir schon TeamSpeak. Forum, wir bei uns, Gästebuch. Eieieiei. Was ist das? Map-Packs, das war auch sowas. Ich habe mal ein paar Map-Packs auf unsere Webseite hochgeladen. Ah, guck mal hier, da haben wir noch die alten Smileys hier, die alten Emoji-Cons. Versucht das. Was haben wir denn hier? Bevor ich das Voting neu starte, was haben wir denn noch alles? Neue Maps. Ein paar AIM-Maps zum Download bereitgestellt. Cool, man. Morpheus. Hatten wir News-Schreiber. Maverick, der gute Mann, der unser Squad geleitet hat, die Solar Hornets. Solid. Begrüßen wir im Team. Ah ja. Hacker attackieren derzeit mit einer massiven Angriffswelle das Internet. Experten warnen vor einer Vielzahl gefährlicher Schädlinge. No shit, Sherlock. Heute hätte man einfach eine Facebook-Seite. Ja, oder ein Discord-Server. Wir haben neue Maps auf unserem Server. Wir hatten irgendwie immer viele Maps zum Server. Haben wir jetzt hier noch was? Solar Networks. Nee, das ist das falsche Solar Networks. Ach man, herrlich, herrlich, herrlich. Ah, ist schon schade, dass das so in die Brüche ging. Gut, ich bin da auch nicht gerade ohne Pauken und Trompeten weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben wir hier noch was? Member, können wir da mal raufklicken? Sehen wir da was? Welche Counter-Strike-Version findest du am besten? Oh, das ist ein... Ach, guck mal, hier sehen wir noch alle... Oh, darf ich das eigentlich... Naja, die E-Mail-Adressen gibt es sowieso nicht mehr. Wir hatten... Senatoren hießen die bei uns. Senatoren, das waren unsere Clan-Leader. Clan-Oberhäuptling, Sir Toby, genau. Und da hatten wir Moses und Money Sack und Judas und Sudden Death, die Senatoren. Dann hatten wir Slater, Solar Hornets. Seahawks hießen die. Genau. Maverick wurde, oder war der Leader, genau. Wo bin ich denn da? Alte Büchse, Bluna, Judas, Morpheus, Moses, Rock. Bin ich da schon draußen? Public. Big Boss, Coolman, Efex. Gilkea, Ghost Dog, Joker, Newbie André, Novum, Partner, Plexus. Auch der Plexus, der ist auch noch da. Stöpsel. 2005 war ich da schon nicht mehr dabei. Cheerleader, Angel of Hell. Rio. Da war ich schon nicht mehr dabei, 2005. Müssen wir mal weiter früher gucken. Stäbchen auch noch irgendwo drin. Ich bin der Senat. Was? Die Seattle Seahawks? Haben die nicht gestern im Super Bowl gespielt? Ich weiß es nicht. Rip, du sagst, wenn du soweit bist, ne? Wir haben jetzt noch irgendwie 6 Minuten. Sieht man denn jetzt hier auch mal irgendwie Explore this URL? Kann man noch mal irgendwie 2002 gucken? Da war ich ja sicherlich noch da. Ach, 17 Captures. Sieht man die auch irgendwie alle komplett in der Übersicht? Da sieht man die. Ja, 2003. 2002 ist leider kein Capture dabei. Nehmen wir mal den vom 27. Dezember. Ich weiß gar nicht, weil ich da aufgehört habe. Stehen wir hier noch drin? Bouncer. Ach Gott, nee, das können wir nicht angucken. Da sind Fotos dabei. Das muss jetzt nicht sein. Naja, gut. Das soll es auch gewesen sein. Ich will euch da jetzt auch nicht zu viel langweilen. Ich hoffe... Ups, da bin ich jetzt auch zu sehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, das so ein bisschen zu sehen. Und mal so ein bisschen zu erfahren, wo ich so angefangen habe. Ich bedanke mich auf jeden Fall für den heutigen Stream, fürs Einschalten. Und ich denke, der Rap ist ready. Sehr schön. Dann machen wir jetzt hier an dieser Stelle Schluss.
Und sehen uns dann Mittwoch wieder. Also wir uns. Und ihr bleibt jetzt dran. Bei RIP, gibt es keine Ahnung was. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich Retro-Age. Retro-Age. Yes. Das ist eine gute Idee.